Hallo und herzlich willkommen Scrap Mechanic Freunde auf zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute geht es darum, ich wollte mal aus Spielerei eine Pistendor aus Minecraft hier in Scrap Mechanic nachbauen. Wenn ihr sehen wollt, wie das gebaut wird, dann bleibt kurz dran. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, da sind wir auch schon und dann soll es auch losgehen. Dann erkläre ich euch mal kurz, wie ich das gebaut habe. Achso, ich wollte euch erstmal überhaupt die Pisten dort zeigen. Und zwar habe ich sie hier mal einmal aufgebaut. Und jetzt machen wir sie zu. Zack. Jetzt ist sie zu. Und jetzt geht die Pisten dort wieder auf. So. Ja, das Ganze haben wir mit Pisten gebaut. Hier habe ich die Pisten schon mal vorbereitet liegen. Kann ich euch mal kurz zeigen. Also die ist ganz einfach gebaut, sind die. Da stellen wir mal so die Dinge dafür hin. Ich habe die Pisten 3x3 groß gebaut. Also ein Minecraft-Block ist hier 3x3 Blöcke groß. So. Einmal umdrehen. Zack. So, dann hier der Pisten dran. So, dann kommt hier einmal drumherum. Zack. Das nehmen wir nochmal kurz weg. Dann kommt hier einer dran. Dann ziehen wir das Ganze hier einmal drumherum. So, dann darf ich hier hoch, zack. Ich mache mal provisorischen Schalter dran. Ne? Einfach nur mal, um euch das zu zeigen, dass das auch funktioniert. Das Ding abbauen, so. Einmal auf den Knopf gedrückt, zack. Das ist mein Piss. Ganz einfach, so. Gut, jetzt habe ich hier schon ein paar vorbereitet, die packen wir jetzt nur dahin, wo sie hin müssen. Und zwar einmal daran, einmal daran, dann kommt der nächste hier. Der kommt einmal hier dran. Dann da wieder der nächste. Den machen wir hier dran. Und wir uns den nächsten. Im Prinzip wie in Minecraft gebaut. So, jetzt geht's hier weiter. Zack, da haben wir schon eine Seite fertig. Jetzt kommt hier oben so ein Teil dran. Das verbinden wir jetzt mit allen sechs Pisten hier. Noch dran und da dran. Das ist 5 und 6, das müssen wir uns merken. Jetzt klicken wir hier drauf und stellen die ersten 4 auf 3. Und die zwei anderen Pisten in der Mitte stellen wir nicht da, sondern einen weiter auch auf 3. So, haben wir die erste Seite schon mal fertig und nehmen uns gleich die andere Seite auch vor. Das gleiche machen wir nämlich auf der Seite.
So, hier einmal dran. Hier einmal dran. Immer darauf achten, dass ihr die richtige Seite erwischt hier. Das Ganze nachher auch funktioniert. Da dran. Und die Seite. Die kommt dann einmal hier dran. Den noch. Der kommt da dran. Und dann holen wir uns den letzten noch. Das ist schon alle dran. Der kommt da noch dran. So, dann machen wir hier schon mal einen Schalter dran. Zack. Unten. So, jetzt müssen wir noch ein Teil hier oben dran machen. Und das Ganze wird wieder mit den 6 Pisten auf der Seite verbunden. Na. So. Einmal dran da, der dran da. Da die anderen beiden auch mit dran. Achso, einstellen natürlich nicht vergessen. Mal die vier ersten vier wieder auf 3. So. 1, 2, 3. Und die letzten zwei beim zweiten dann auch auf 3 gestellt. So, und das Ganze verbinden wir jetzt noch mit dem Schalter. Und dann haben wir es schon fast. Jetzt kommt noch die Tür an sich selber. Hier noch dran. So, ja. Komm schon. Da dran. So, erste Seite, da habe ich schon wieder. Ah, ich habe den Fehler schon wieder gemacht. Verdammt, dann muss ich das gleich auf 4 stellen. Lässt sich ja variieren. So. So, da ich jetzt hier einen versetzt gemacht habe, der hätte jetzt einen weiter vor, muss ich hier oben die ersten 4 halt auf hier stellen, damit die Pisten ein weiter ausfahren, oder dann sollte das auch passen. So. Zack. Jetzt schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Machen wir mal einen weg hier. So. Weil wir ein leeres Feld hier haben. Besser. So, und zack. Tür ist zu. Und zack, Tür ist auf. Das Ganze kann man dann halt noch so wie in Minecraft hier hinter alles ein bisschen verkleinern und verschmücken, so wie ich es hier gemacht habe. Und dann habt ihr eure Pistendoor in Scrap Mechanic, also eure Minecraft Pistendoor. Na gut, super. Das soll es auch schon gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es mir Daumen oben da lassen oder schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge oder sowas habt. Ansonsten würde ich sagen, das soll es für dieses Video gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.